Deutschland redet in wirtschaftlichen Fragen so, als wäre die Welt eine Scheibe. Die Welt ist aber nun mal keine Scheibe. Würde es genau so kommen? Viele Unternehmen werden sagen, die Europäer haben sie nicht mehr alle, gehe ich doch woanders hin, wo das Zeug immer noch billig ist. Die Förderung des russischen Öls ist deswegen nicht gedrosselt. Das läuft jetzt nur anders um die Erde. Aber warum durften die 400% machen? Andere dürfen ja gar keine 400% machen. Naja, weil die Amerikaner es ihnen erlaubt haben. Und deswegen haben die Amerikaner jetzt so Angst davor. Weil sie sehen, oh Gott, ohne unser tolles demokratisches System hat da eine kommunistische Partei Erfolge gehabt. Das darf ja nicht sein und das darf nicht so weitergehen. Da müssen wir jetzt dagegen ankämpfen. Die 10 Jahre dazwischen in Russland, wo wir in Russland das Sagen hatten, ne? Wir hatten nämlich das Sagen in den 90er Jahren in Russland. Der Internationale Währungsfonds war in Russland vor Ort und hat der Regierung diktiert, was sie tun soll, der Regierung Jelzin. Und es war eine absolute Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe. Die größte wirtschaftliche Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann, haben wir in Russland produziert. Dann begrüße ich Sie alle recht herzlich. Wir haben heute mal wieder Heiner Flassbeck zu Gast. Vielen Dank, lieber Herr Flassbeck. Ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass vom Professor Flassbeck im frühen Frühjahr 24, also in ein paar Monaten, ein Grundlagenwerk erscheint, die Grundlagen einer relevanten Ökonomik. Ich habe Sie das in irgendeinem anderen Zusammenhang schon mal gefragt, Herr Flassbeck, es scheint auch eine irrelevante Ökonomik zu geben. Das stimmt, sonst würde es ja nicht so heißen. Die kriegt man jeden Tag mit, die irrelevante. Das ist die irrelevante, genau. Aber wir reden heute hauptsächlich über den Atlas der Weltwirtschaft mit Ihren Co-Autorinnen und Co-Autoren, der Frau Spieker und dem Herrn Heidegger, genau. Ist jetzt zum zweiten Mal der Atlas der Weltwirtschaft erschienen. Es ist in einem 2-Jahres-Zyklus. Der stammt aus dem Herbst. Ich weiß nicht, ob Sie den schon sonst wie irgendwie zur Kenntnis genommen. Es ist ein wahnsinniges Kompendium Zahlen, Daten, Fakten, Hintergründe. Ich weiß von Ihnen, das kann man 1:1 nehmen, weil Sie international zum Beispiel bei der UNCTAD gearbeitet haben. Das ist einzigartig, was hier zusammengetragen ist. Kann man das so sagen? Das darf man so sagen, ja. Ja, und das stimmt auch. Ne? Das stimmt. Genau. Was macht das so einzigartig? Warum? Man müsste doch eigentlich annehmen, alle Bereiche, die hier durchdekliniert sind, sind gerade in den Zeiten der Digitalisierung auf Knopfdruck von allen möglichen Leuten erhältlich. Dann wird hier einiges auch klar. Diese Zusammenhänge, die Sie hier darstellen, wird eben... Aber beim nächsten Mal geben wir einfach, wenn wir den Atlas machen, gehen wir zu Chat-GTP. Mach uns mal einen Atlas für Weltwirtschaft, der wird uns sicher einen rausschmeißen. Das wäre mal spannend, was da rauskommt. Ich will mal mit einem Punkt anfangen, weil es ganz aktuell auch in der Berichterstattung einer der Hauptthemen ist. Eins der ersten Kapitel ist überschrieben mit: Warum kommt der Klimaschutz nicht voran? Und das ist eine wunderbare Grafik, wir sprachen gerade davon. Zu sehen, und ich sehe, es hat im Jahr 2000 weltweit einen fossilen Energieverbrauch gegeben von 337 Terajoule. So, das für sich genommen ist zu abstrakt, als dass man das irgendwie bewerten könnte. Nun sieht man aber, dass ein Viertel davon die USA verbraucht. Wird allein durch diese Darstellung nicht vollkommen obsolet, was wir hier in Deutschland veranstalten? Allein vor diesem Hintergrund? Also allein durch die Quantitäten auch schon. China ist noch größer, glaube ich. Jedenfalls China ist auch ein gewaltiger Verbraucher, natürlich mit 1,4 Milliarden pro Kopf, viel weniger als die USA noch. Also pro Kopf sind die USA immer noch ganz vorne. Das Land, das den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch hat, kann ich nachher noch eine schöne Geschichte zu erzählen, ist die, Markus kennt die Geschichte schon, vom Scheich. Oh, wunderbar. Das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch ist Katar. Ne? Nur die haben es in der Erde, die verbrauchen auch am meisten davon. Und ja, dort finden immer Klimakonferenzen statt. In der Wüste, ich war da schon in dem Konferenzzentrum, da steht ein riesenhaftes Konferenzzentrum für 10.000 Leute in der Wüste und wird dreimal pro Jahr benutzt, wird aber natürlich durchweg gekühlt. Klar, man gönnt sich ja sonst nichts.
Und ja, der Punkt ist, aber es ist nicht nur so, das wäre das eine, es wäre schon schlimm, aber es ist noch viel schlimmer. Und das haben wir auch in dem Kapitel beschrieben. Es ist tatsächlich so, wenn wir uns jetzt abstrampeln, um weniger zu verbrauchen, gibt es einen Mechanismus, der heißt Markt. Markt, hat jemand schon mal gehört? Markt. Und dieser Marktmechanismus sorgt dann dafür, dass woanders mehr verbraucht wird. Ne? Der Markt verbraucht nämlich immer alles, was aus der Erde kommt, verteilt der Markt. Ne? Das ist der Sinn des Marktes. Es wird was aus der Erde gebuddelt, kommt als Angebot, das ist das Angebot des Marktes, kommt es an die Oberfläche und dort wird es verteilt auf irgendeine Weise. Wenn die einen weniger verbrauchen, verbrauchen die anderen mehr. So, und dann können wir uns lange abstrampeln, ne? Also die Welt interessiert sich nicht dafür oder der Markt, dass in Deutschland möglicherweise weniger verbraucht wird. Dem Markt ist das vollkommen egal. Solange das Zeug aus der Erde kommt, solange es produziert wird, und da redet ja keiner drüber, es redet niemand darüber, dass weniger produziert werden soll. Und alle reden nur darüber, dass weniger nachgefragt werden soll. Aber darum geht es gar nicht, es geht um weniger Produktion. Das ist der Punkt. Ne? Aber das ist ein ziemliches Tabu. Also ich bin jetzt schon eine Weile von den Vereinten Nationen weg, aber ich habe ja da lange gearbeitet. Wenn ich in Klimadiskussionen, Konferenzen der UNO mal die Hand gehoben habe und gesagt habe, ach Leute, da gibt es aber noch Preise, ne? Es gibt ja Preise. Ihr müsst über die Preise reden und müsst darüber reden, wie die Preise zustande kommen, nämlich über das Angebot, das hinter diesen Preisen steht. Dann haben sie mir alle gesagt, na, das ist so unangenehm, das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Dann müssen wir mit den Saudis schimpfen und so. Wer macht das gerne? Die geben uns immer so viel Geld. Und ja, deswegen passiert da nichts. Ne? Wenn die ganze Energie, die wir jetzt darauf verwenden würden, die politische Energie, die ja ungeheuer groß ist in diesem Land, für das Klima zu kämpfen, wenn wir diese Energie darauf verwenden würden, uns international, europaweit und international, aber global vor allem dafür einzusetzen, dass das Zeug in der Erde bleibt, statt verbraucht zu werden und dann mit Gewalt nicht nachgefragt zu werden, dann hätten wir viel gewonnen. Dann wäre eine ganz kurze Zeit, wäre die Diskussion eine ganz andere. Und dann könnten die Amerikaner eben nicht davon kommen, dass sie sagen, ja, das machen wir jetzt auch, ja, ein bisschen was, alle mal ein bisschen. Wir haben jetzt auch ein paar Windräder gebaut. Und die Franzosen bauen jetzt auch ein paar Windräder, bauen noch ein paar Atomkraftwerke noch dazu. Aber ja, es alle tun was, alle sind aktiv. Das ist so, das ist Politik heutzutage. Alle sind furchtbar aktiv und strengen sich an und machen und tun. Und am Ende kommt nichts raus. Das ist Politik. Ne? Ich habe gerade eine Anekdote. Ich darf immer mal Anekdote erzählen. Bitte unbedingt. Darf man auch mal Anekdoten erzählen? Sonst darf ich nie Anekdoten erzählen. Ich kenne so viele. Ich habe gerade dem Vizepräsidenten der EZB zuhören dürfen und der hat einen Vortrag, der hat dann gesagt, ah, wir haben ja so viel Arbeit, wir haben ja so viel zu tun und wir müssen ja, also das ist ja, diese Geldpolitik ist ja eine Arbeit, ist ja unglaublich, man hat den Leuten richtig leid getan, der Mann. Was ist eigentlich die Arbeit der Geldpolitik? Da sitzen ein paar tausend Leute, ach nee, da sitzen sie in der ja, Richtung. So, ja, ja. Da sitzen ein paar tausend Leute, was tun die eigentlich? Und die Spitze vor allem, was arbeitet der denn den ganzen Tag? Der hat überhaupt nichts zu arbeiten, überhaupt nichts zu arbeiten. Der hat nur da zu sitzen und darüber nachzudenken, ob er keinen Scheiß baut. Ne? Aber das tut er nicht, sondern er strampelt sich ab und hält tausend Vorträge und macht allen möglichen Quatsch. Die Arbeit ist zu entscheiden, ob eine Zinserhöhung richtig oder falsch ist. Das ist die Arbeit. Aber die tut er genau nicht, sondern strampelt sich ab und sagt, ah, wir haben so viel Arbeit, wir müssen jetzt noch Zinsen erhöhen. Das ist ja gewaltige Arbeit. Nee, Zinsen erhöhen ist ein Knopfdruck auf dem Computer. Das ist überhaupt keine Arbeit. Nur die Leute scheuen sich davor, nicht zu arbeiten, weil dann müssten sie ja denken. Und das ist ganz gefährlich. Muss jahrelang vorbereitet werden, dieser Knopf. Ja, genau. Ja, da sitzen Tausende, die schreiben tausend Papiere dazu. Also kann man sagen, wenn hier die Frage gestellt wird, warum kommt der Klimaschutz nicht voran, liegt das darin begründet, dass es sozusagen politische Scheindebatten gibt, die nicht an das gehen. Ja, was, ganz einfach. Ja. Das ist übrigens der einzige Punkt, wo ich mit Herrn Sinn übereinstimme. Ne? Hans-Werner Sinn kennen Sie alle, der mit dem Rauschebart. Das ist der einzige Punkt, wo ich 100% mit ihm übereinstimme. Wenn wir nicht ans Angebot gehen von den fossilen Energien, können wir die Nachfrage vergessen, können wir den Rest vergessen. Man muss sich vorstellen, man muss sich mal eine Regierung eines Entwicklungslandes, kann sich ja bei uns niemand vorstellen, weil niemand, ich bin da gewesen, ne? Ich habe mit vielen Regierungen geredet.
Die Regierung eines Entwicklungslandes, die muss jetzt nach den Vorstellungen von Herrn Habeck und Frau Baerbock und all denen, muss die jetzt hingehen und muss sagen, Leute, das Öl ist zwar jetzt wieder super schön billig, es wird ja wieder billig, die deutschen Tankstellen ist ja auch schon wieder billig, das Öl ist super billig und die Kohle kostet fast gar nichts, aber leider, wir müssen jetzt, weil die Deutschen es uns vorgemacht haben, müssen wir jetzt umstellen und müssen jetzt Windräder bauen und müssen Solarpanels bauen. Und das billige Öl wird es nicht mehr geben. Und das müssen alle Länder gleichzeitig tun. Denn wenn es der eine tut und der Nachbar tut es nicht, dann funktioniert es schon wieder nicht. Ne? Denn dann sagen die Leute in dem Land, sind wir bekloppt oder was? Wir haben hier teures Öl. Das wird so kommen in Europa übrigens, wenn wir tatsächlich unsere wunderbaren Ideen mit den CO2-Zertifikaten durchsetzen. Also wenn die Preise wirklich so hoch gehen, wie das viele, viele denken, wird es genauso kommen. Viele Unternehmen werden sagen, die Europäer haben sie nicht mehr alle, gehe ich doch woanders hin, wo das Zeug immer noch billig ist. Und dann wird das Ganze in die Hose gehen. Bei der aktuellen Sanktionspolitik ist es ja so, dass, glaube ich, in der gesamten EU kein russisches Öl, kein russisches Gas bezogen werden kann. Wäre das jetzt nicht im Prinzip aus Sicht der politischen Schnatterei genau das, was man will? Weniger nachfragen, weniger verbrauchen, aber ganz offensichtlich, glaube ich, kauft das Öl dann jemand anders. Ja, da gibt es wieder einen Markt. Das Ding heißt immer Markt. Der Markt macht dann, dass die Chinesen russisches Öl kaufen und keins mehr woanders kaufen. Wir kaufen das woanders und dann sagen wir, oh, jetzt haben wir den Russen das Öl abgegraben. Die Förderung des russischen Öls ist deswegen nicht gedrosselt. Das läuft jetzt nur anders um die Erde. Wir sind einfach furchtbar naiv. Ne? Wir haben eine Vorstellung von der Welt, die ist ja so schwäbische Hausfrau. Kommen wir vielleicht nochmal drauf heute Abend. Kindergarten. Ja. Ich dachte, die Diskussion ist eigentlich hier von berufener Seite bis zum Erbrechen geführt worden. Aber ich glaube, sie stirbt nicht. Man muss es immer wieder sagen, dass ein Staat nicht die schwäbische Hausfrau sei. Ja. Frau Merkel hat die eingeführt, ne? Die schwäbische Hausfrau. Ja, ja. Naja, die war nicht der Erste. Die gab schon viele schwäbische Hausfrauen. Aber sie hat es explizit gesagt. Sie hat es gesagt, wir müssen so sein wie die berühmte schwäbische Hausfrau. Ich wollte eigentlich ein bisschen in den Sozialbereich, aber vielleicht machen wir das an dieser Stelle. Ich glaube, einer der grundlegendsten Sachen, das war auch kürzlich auch wieder in einem Beitrag von Ihnen zu lesen, ist die Staatsverschuldung. Dieses Thema, das ist nicht auszurotten. Ich glaube, der Economist hat was Glorreiches wieder dazu verzapft. Vielleicht müssen Sie das ganz kurz oder du noch mal ganz kurz darstellen, dass wir vielleicht doch irgendwann schaffen, dass diese Diskussion irgendwann mal beendet ist mit der Staatsverschuldung. Was hat es damit auf sich? Es geht aus den Köpfen nicht raus. Nee, das geht nicht raus, das soll auch nicht raus. Vielleicht kurz den Zusammenhang oder nehmen Sie allen die Angst, dass mit der Staatsverschuldung irgendwie... Naja, das ist, wenn ich jetzt ein paar Grafiken hätte, wäre es einfacher. Vielleicht haben wir noch ein paar Atlanten zu verteilen. Aber der Punkt ist furchtbar einfach. Es gibt übrigens, muss ich jetzt noch mal dazu erzählen, auch ein bisschen Werbung machen, meine Co-Autorin Friederike Spieker war Montagabend vom Bundesverfassungsgericht eingeladen zu einem Verfassungsgespräch in Karlsruhe, wo es um die Verschuldung ging. Und das gibt es auf YouTube, kann man das anschauen. Ich mache auch morgen auf meiner Seite einen Hinweis darauf, einen kleinen Kommentar dazu. Aber das ist einfach interessant, mal zu sehen, wenn jemand wie Frau Spieker, die das alles weiß und kennt und auch tapfer und mutig verteidigt, wenn die auf totale Ignoranz trifft. Ne? Aber totale Ignoranz auf Seiten der konservativen Ökonomen, waren zwei konservative Ökonomen noch dabei, und eines Journalisten, der völlig aus dem Häuschen ist, der immer man sieht, oh, jetzt fällt er geistig wieder vom Hocker. Das ist wirklich interessant zu sehen. Da sieht man, wie groß die Widerstände sind. Und es ist tatsächlich so, das, was ich jetzt gleich erzählen werde, ist in der deutschen Ökonomik, deswegen irrelevante Ökonomik, die getrieben wird heutzutage, gibt es einfach nicht. Es gibt, das hat man in dieser Diskussion auch gesehen, da ist ein Mitglied des Sachverständigenrates, der offensichtlich noch nie davon gehört hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sparen und Schulden. Es gibt einen furchtbaren, einfachen Zusammenhang zwischen Sparen und Schulden. Ne? Und der heißt, niemand kann sparen, wenn nicht ein anderer sie verschuldet. Und umgekehrt, niemand kann sie verschulden, wenn nicht jemand spart. Und mit diesem einfachen Satz jeden Tag einmal im deutschen Fernsehen sagen würde, immer als Vorspann vor der Tagesschau, niemand kann sparen, ohne zu verschulden, hätten wir in einer ganz kurzen Zeit das Land, vielleicht sogar Europa, gerettet. Über Europa sprechen wir vielleicht nachher noch, aber Europa ist in ganz großer neuer Gefahr. Wieder eine Art große Euro-Krise droht.
Weil die Deutschen im Kern, weil die Deutschen nicht begreifen wollen, was es mit der Verschuldung auf sich hat. Weil die Deutschen denken, Sparen ist per se gut und Verschulden ist schlecht. Und das ist in einer Welt, wo das beides eng zusammenhängt oder total zusammenhängt, einfach schwachsinnig. Ja, wie soll ich es nennen? Es ist nicht möglich, ne? Es gibt es einfach nicht. Sie reden über eine, als wäre die Welt eine Scheibe. Deutschland redet in wirtschaftlichen Fragen so, als wäre die Welt eine Scheibe. Die Welt ist aber nun mal keine Scheibe, sondern die Welt ist miteinander vernetzt. Und auf der Welt heißt es, es gibt kein Sparen ohne Schulden. Und da gibt es tausend Anekdoten dazu. Aber die schönste finde ich immer, dass irgendwann die Bild-Zeitung geschrieben hat über die bösen Italiener. Die Italiener sind ja böse, das wissen wir. Ne? Wir fahren immer gerne hin, Pizza essen wir auch gerne. Aber sonst sind die Italiener ja nicht zu gebrauchen, ne? Wissen wir alle. Der Italiener, hat die Bild-Zeitung geschrieben, will Geld ausgeben, das er nicht hat. Das ist doch unmöglich. Der will Geld ausgeben, das er nicht hat. Ja, und die Wahrheit ist, man muss immer Geld ausgeben, das man nicht hat. Einer muss immer Geld ausgeben, das er nicht hat. Entweder der Staat oder andere. Ne? Früher, es gab mal eine heile Welt, Wirtschaftswunderzeit. Da war das so, dass wer hat die Schulden gemacht, wer hat das Geld ausgegeben, das er nicht hatte? Das waren die privaten Unternehmen in erster Linie. Damals hat der Staat sich rausgehalten, war so auf der Linie Null. Und die privaten Unternehmen haben sich verschuldet. Das war noch Marktwirtschaft. Das konnte man noch Marktwirtschaft nennen. Verschuldet, um zu investieren, um zu investieren, genau. Aber die Verschuldung war immer auf der Seite der Unternehmen. Also die Privaten haben ungefähr 10% ihres Einkommens oder 5% vom Bruttoinlandsprodukt gespart. Und die Unternehmen haben sich um 5% des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. Das war Marktwirtschaft. So stellt man sich die Marktwirtschaft vor. Ne? So steht sie in allen Lehrbüchern. Ne? In allen Lehrbüchern steht es so drin. Und das, dahinter steht dann immer S gleich I, also Sparen ist auch gleich Investieren, also Verschulden ist gleich Investieren, was nicht so ganz stimmt, aber jedenfalls war das die Vorstellung von Marktwirtschaft. Nun seit 20 Jahren, das müssen Sie sich vorstellen, müssen sich jetzt, die Welt ändert sich manchmal. Vor 20 Jahren hat sich die Welt fundamental geändert, nämlich die Unternehmen sind durchweg in fast allen Ländern der Welt, in den Industrieländern, Sparer geworden. Die Unternehmen haben die Seite gewechselt. Die sind jetzt nicht mehr Schuldner, sondern sind auch Sparer. Die privaten Haushalte sparen und die Unternehmen sparen. Kurzes Spiel, also per Saldo haben sie viel weniger Geld in Investitionen, in Produktionserweiterung. Sie halten das einfach auf den Tageskonten, genau. Und es wurde sozusagen angelegt auf den... Oder um die Welt geschickt als Investmentanlage. Ja. Ne? Mhm. So, die Unternehmen sind Sparer geworden. Und jetzt, jeder intelligente Mensch, der den Zusammenhang einfach mal begriffen hat, dass Sparen und Schulden nicht voneinander getrennt werden können, fragt sich dann, ja, wenn die Unternehmen Sparer geworden sind, wer soll sich denn verschulden? Bitte schön. Wer sind denn die Schuldner in dieser Welt, wenn das für fast alle Länder der Welt gilt? Und was ist die Antwort? Es gibt nur einen einzigen Schuldner dann, ne? Und das ist der Staat. Ist doch gut. Tja. Das ist ganz einfach, ne? Ja. So einfach ist das, muss man sich mal vorstellen. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, nämlich, dass der Staat sich dann verschuldet. Also man muss dazu sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht gibt es den Staat, die öffentliche Hand, es gibt den Privaten, wie wir, und die Unternehmen. Sonst gibt es einfach nichts. Und das ist so. Ich habe jetzt über die Welt geredet bis jetzt. Ja. Und die Welt hat kein Ausland. Das ist nun mal so. Also gibt es nur den Staat. Wenn in der Dreiviertel der Welt, also gemessen an der Wirtschaftskraft, Dreiviertel der Welt, die Unternehmen auf die Sparerseite gewechselt sind, wir haben gar keine Zahlen für die Entwicklungsländer, wir wissen nicht, wie es da ist, aber in den europäischen Ländern, USA und sonst wo ist es überall so, ja, da gibt es nur den Staat als Schuldner. Der muss sich verschulden, immer auf Teufel komm raus und völlig egal, was in irgendeiner Verfassung steht. Es ist vollkommen egal, was in der Verfassung steht. Das ist das Irre, ne? Diese Verfassung ist nämlich geschrieben worden mit der deutschen Schuldenbremse in der Vorstellung, der Staat könne irgendwie unabhängig vom Rest der Welt tun und lassen, was er will. Und das hätte keinen Einfluss auf den Rest der Welt. Das ist aber Unsinn. Das ist grandioser Unsinn. Und das wissen wir. Diese Erkenntnis, das müssen Sie jetzt vorstellen, diese Erkenntnis gibt es 100 Jahre, fast 100 Jahre. Ne? Diese Erkenntnis geht auf 2, 3 berühmte Ökonomen zurück. Keynes, den kennen Sie alle.
aber noch klarer erkannt hat es ein Pole namens Kalecki. Und es gab sogar einen Deutschen. Es gab einen deutschen Ökonomen, Wilhelm Lautenbach hieß der, der saß im Reichswirtschaftsministerium und hat das auch verstanden. Das waren die drei Pioniere dieses Denkens. Und es gibt es seit 100 Jahren und die Ökonomik weigert sich auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Ich war schon an deutschen Universitäten, habe das vorgeführt, die Kurven werden berechnet, die Zahlen werden berechnet von der Deutschen Bundesbank seit den 50er Jahren, jedes Jahr für Deutschland. Ich habe an die Wand geworfen an der Uni und der Prof, der ein moderner Professor für Finanzwissenschaft, hat noch nie im Leben was davon gehört und hat nichts dazu gesagt. Ich habe aber auch hinterher nicht gehört, dass er was gesagt hat. Hätte er hinterher sagen müssen, ich habe mich mal geirrt, ne? Oder es gibt Leute, die wissen noch mehr als ich. Nix. Die verweigern sich einfach, die denken einfach nicht, die wollen es einfach nicht wahrhaben. Sie nehmen es einfach nicht zur Kenntnis. Das hat nichts mit Theorie zu tun. Das ist reine Logik, ne? Das ist Buchhaltung, makroökonomische Buchhaltung. Und die wird von den Ökonomen nicht zur Kenntnis genommen, weil ihre Vorurteile dann zusammenbrechen, ne? Weil ihre Welt einstürzt. Weil es das, all die schönen Vorurteile, die es gibt, der Staat ist böse und der Markt ist gut und der Staat darf sich nie verschulden, die stimmen alle nicht. Die stimmen alle nicht mehr. Also das kann passieren, das muss man sich vorstellen, in einer sogenannten Wissenschaft. Ich halte es nicht für eine Wissenschaft, es ist eine Kunstlehre. Aber es kann passieren, dass auf der ganzen Welt die Welt sich fundamental verändert und die Wissenschaftler, die dafür angestellt sind, darüber zu reden, nehmen es nicht mal zur Kenntnis. Das ist doch irre. Jetzt habe ich auch eine Kurzanekdote. Ich habe mal gefragt, ist Ökonomie eine Wissenschaft? Und die Antwort lautet, wenn ich sie mache, schon. Ja, das stimmt. Deswegen schreibe ich ja auch solche Bücher. Ja. Ich gucke ein bisschen in Stirnrunzeln. Das nehme ich für mich in Anspruch. Das, genau. Ich muss das nochmal sagen, oder das müssen wir vielleicht nochmal im Kleinen erklären. Ein Unternehmen macht irgendwie gute Geschäfte und hat einen Gewinn, weiß ich nicht, von 100 Geldeinheiten. Ja. Und der liegt eben auf der Kasse, auf der Sparkasse, ja. auf dem Konto. Aber wenn keiner da ist, der dann diese 100 Euro für etwas anderes einsetzen will, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Dann liegt es da und liegt es da und liegt es da und vergammelt. Da ist nichts. Da ist so. Das ist, nein, die das Wirtschaft ist, bricht zusammen. Das vergammelt das nicht nur, sondern die Wirtschaft bricht ja noch zusammen. Ja. Wenn gespart wird, also um das vielleicht noch mal deutlicher zu erklären, wenn die privaten Haushalte in Deutschland, das kann man ganz leicht beziffern, sparen etwa 250 Milliarden Euro pro Jahr, die privaten Haushalte. Ne? Dazu kommen jetzt 50 Milliarden von den Unternehmen. Da haben wir 300 Milliarden Ersparnisse. Das heißt, die Unternehmen und der Staat sind die Arbeitgeber, die zahlen ja Löhne aus, ne? Löhne und Gehälter. Das ist in Deutschland etwa 1500 Milliarden pro Jahr, also sagen wir etwas über 100 Milliarden pro Monat. Aber von diesen 100 Milliarden, über 100 Milliarden pro Monat, die sie auszahlen, kommen immer nur 90% zurück. Weil 10% werden gespart. So, was machen die jetzt? Was macht jetzt das Unternehmen, das 100 ausbezahlt und 90 zurückkriegt am Ende des Monats? Und im nächsten Monat geht es ja wieder genauso. Dann muss er wieder 100 bezahlen, macht er erstmal 10 Verluste und dann kriegt er wieder nur 90 zurück. Ist nur eine einfache Frage, wann der pleite ist, ne? Der ist nach 2 oder 3 Monaten ist der pleite und die ganze Wirtschaft ist dann pleite. Man muss Geld ausgeben. Einer muss Geld ausgeben, das er nicht hat. Das muss jemand, der kein Geld hat, muss zur Bank gehen und sagen, gib mir bitte 10 Milliarden, damit ich diese Lücke fülle, die Privaten da gerissen haben. So, und wer soll das tun? Wenn die Unternehmen es nicht tun, kann es nur der Staat tun. Ne? Ansonsten landet man in einer Art Naturalwirtschaft, wo man Fische gegen Hütte bauen tauscht oder sowas. Viel vorher gibt es Verelendung, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Faschismus oder sowas. Das ist ganz deutlich. Was soll es sonst geben? Ne? Ein weiteres Feld, was gerade auch hier in Deutschland, oder ein weiterer Punkt, der hier in Deutschland immer aufgeregt diskutiert wird, nicht aufregen, Inflation. Oh. Gibt es einen Unterschied zwischen Inflation und Preissteigerung? Oder würden Sie da sagen, da gibt es Nuancen? Oder? Wir haben im Moment eine Inflation, ich habe ja geschrieben, eine Inflation, die keine ist. Ja. Genau, die ist schon vorbei. Die Inflation, die keine ist, ist gerade vorbei. Ist erklären toll. Sie uns das. Oder erklären Sie das, ja. Ja, die Inflation, die keine ist. Nein, es ist furchtbar einfach, aber man sieht wie so kollektive Blockaden gibt und wie kollektive Blockaden sich sogar ausweiten. Es gibt am Anfang noch ein paar vernünftige, die fallen dann auch um. Also es war so, was ist passiert? Wir haben diese Sanktionspolitik gemacht, wir hatten Corona und alle möglichen Schocks in der Weltwirtschaft
Und man kann nicht einfach, das ist zwar die erste Naivität, glauben, man schließt die Weltwirtschaft mal für 3 Monate zu und hinterher läuft es einfach wieder so weiter, ne? So wie lange Ferien, wir haben einfach mal lange Ferien, alle zusammen. Und dann geht es einfach so ruckzuck weiter, ohne Störung und alles. Das war schon mal unendlich naiv, ne? Corona. 3 Jahre zu. Naja, erst mal 3 Monate und dann noch mal 3 Monate. Ach so, das ist zu spürfen, ja, also erst mal 3 Monate waren ja ganz zu. Und dann noch mal 3 Monate oder so, also über die Jahre mehrfach zu, ja. Es lässt sich nicht so leicht wiederherstellen, weil es war ja nicht große Ferien, ne? Wir haben, viele von uns haben nicht den Eindruck gehabt, dass es große Ferien sind. Ich schon, weil ich Pensionär bin und da juckt einen das ja nicht. Es ist völlig egal, die Pension läuft weiter. Aber es sind ja Leute entlassen worden, ne? Es sind Leute arbeitslos geworden. Unternehmen haben Pleite gemacht. Es sind ganz große Schocks aufgetreten in dieser Welt, die wir erstmal nicht zur Kenntnis genommen haben. Und dann, als das Ganze zu Ende ging, war es unheimlich schwer, wieder in die Pötte zu kommen, ne? Es war übrigens auch nach der spanischen Grippe sehr schwer. Da gab es auch grandiose Friktionen. In Deutschland gab es eine Hyperinflation, nachdem das wieder in Gang kam. Die war unmittelbar danach. Die spanische Grippe hat, glaube ich, 19 angefangen. Interessant ist übrigens, wie lange hat die spanische Grippe gedauert? Weiß das jemand? Interessante Frage. Ja? Die hat genau 28 Monate gedauert. Wie lange hat Corona gedauert? 28 Monate. Ja. Also wenn ich den letzten Sommer, wenn ich August rechne, als Ende, waren es 28 Monate. Irre, ne? Hat komischerweise keiner gewusst. Wenn man ein bisschen darüber nachgedacht hätte und richtige Erfahrungen daraus gezogen hätte, hätte man den Leuten jedenfalls schon mal eine Perspektive geben können, ne? Und nicht so tun, nach 2 Jahren noch, als würde die Welt jeden Augenblick untergehen können. Nach 2 Jahren wusste man, dass sie nicht mehr untergehen kann, jeden Augenblick. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie kommt es überhaupt zu Preissteigerungen? Das komme ich jetzt dazu, natürlich. Wie Preissteigerungen passieren dann, wenn solche Schocks auftreten? Also irgendwo diese Umstellung des russischen Öls von Europa oder des Gases von Europa nach China kostet natürlich was und kostet auch Produktion. Und es dauert ein paar Tage, bis man das alles gemacht hat. Und dann gibt es natürlich Schocks, die kurzfristige Auswirkungen haben. Aber es gibt immer dazu, und das gab es diesmal hundertprozentig wieder, massive Spekulationen mit Rohstoffen. Ne? Es gibt massive Spekulationen mit Rohstoffen. Ich habe eine ganze Studie darüber geschrieben bei UNCTAD. Es gibt immer Spekulationen mit Rohstoffen. Wir haben noch nie etwas dagegen getan. Wir wollen es gar nicht wahrhaben, dass es das gibt. Es gibt es aber. Gibt es mit Weizen zum Beispiel, da kann man das ganz genau zeigen. Auch diesmal gab es eine massive Spekulation mit Weizen. Mit Öl gibt es immer Spekulation. Der Ölpreis hat, wenn Sie glauben, dieser Ölpreis hat noch was mit Angebot und Nachfrage zu tun, ist ein Irrtum. Ne? Der hat manchmal, wenn es ganz große Schocks gibt, dann hat er schon was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Aber in der Regel bewegt sich der Ölpreis so wie der Börsenkurs. Also ist ein rein finanzialisierter Preis sozusagen. Und das gilt für viele andere Preise auch. Und diese Preise, diese Schocks sind natürlich durch Spekulation gekommen. Nun ist aber der Punkt, das ist ja noch keine Inflation. Inflation ist ja etwas ganz anderes. Was ist Inflation? Inflation ist ja das, was wir in der Türkei zum Beispiel haben. Da steigen die Preise in jedem Jahr und jedem Monat jetzt um 100% oder so. In jedem Jahr, nicht pro Monat, pro Jahr. Aus welchem Grund? Kommen wir gleich dazu. Okay. Und in Argentinien steigen sie noch mehr als 100%. Aber über Jahre, wir haben eine einmalige Preissteigerung. Und die Frage war eigentlich nur, die man beantworten musste: Wie wird denn aus einer einmaligen Preissteigerung eine dauerhafte Preissteigerung? Ne? Wie geht es denn dann dazu, dass man über Jahre Inflation hat? Damals die deutsche Hyperinflation war auch eine echte Inflation. Und wie passiert das? Und das ist im Grunde furchtbar einfach. Da gibt es auch eine schöne Grafik zu in dem Atlas. Im Grunde ist es furchtbar einfach. Wenn der Prozess dieser Preissteigerung nicht dauernd neue Nahrung kriegt, dann bricht er nach ganz kurzer Zeit in sich zusammen. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Die Erzeugerpreise sind schon ganz tief runter, die Großhandelspreise sind noch weiter runter, die landwirtschaftlichen Preise sind schon runter, alles ist schon runter. Schauen Sie in meine Seite, Relevante Ökonomik, können Sie alle Grafiken dazu finden. Ich sage voraus, die Erzeugerpreise, also die wichtigsten Preise in der deutschen Industrie, werden im September bei minus 10 oder so liegen. Bei minus zum Vorjahr. 10 oder 15, ja, im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Was dann schon Deflation bedeutet sozusagen. Also die Inflation ist vorbei, es gibt keine Inflation mehr.
Also die Inflation, die keine war, die Preissteigerungen sind vorbei. Denn es braucht wieder eine neue, es hätte ja wieder neue Schocks gebraucht. Die Preise steigen ja nicht auf Teufel komm raus, sondern die Preise steigen dann, wenn es einen solchen Schock gibt oder wenn es Spekulationen gibt. Aber die Spekulation braucht einen Schock und wenn es keine Schocks gibt, gibt es das nicht. Und es gab das alles nicht, deswegen hätte man wissen können und manche Menschen haben es gewusst und auch aufgeschrieben. Kann man bei mir jeden Monat, habe ich was dazu geschrieben, nachlesen. Es gibt keine Inflation. Es gab nie eine Inflation. Und wir wissen auch ganz genau, wann aus einer Preissteigerung Inflation wird. Genau dann nämlich, wenn die Löhne anfangen zu steigen. Wenn die Löhne genauso stark steigen wie die Preise, dann gibt es ja jedes Jahr wieder eine neue Runde, weil die Löhne müssen ja immer weiter steigen. Die Löhne können ja nicht plötzlich Stopp machen. Löhne brauchen wir eben. Und wenn die einmal so stark steigen wie die Inflation, dann tendieren die Unternehmer dazu, das zu überwälzen. Und dann müssen wieder die Löhne steigen. Und dann geht es immer weiter. Und dann haben wir Inflation. Ne? Also die berühmte Preis-Lohn-Preisspirale ist Inflation. Aber davon gibt es nichts in Europa. Es gibt keine Lohn-Preisspirale. Die deutschen Gewerkschaften haben diesmal sogar ein bisschen gegen meine Erwartung sehr intelligente Lohnabschlüsse gemacht. Die haben hohe Einmalzahlungen vereinbart. Das ist absolut richtig. Durch die Einmalzahlung kann man kompensieren, was da passiert ist. Im Übrigen ist aber vieles von der Inflation auch von außen gekommen. Es waren nicht die deutschen Unternehmen, die mit Gewalt die Preise erhöht haben, sondern kam von außen. Also wir müssen auch ans Ausland abtreten. Der Emir von Katar, die Geschichte erzähle ich dann ganz am Ende, der Emir von Katar hat nochmal was gekriegt, nur das können wir nicht ändern. Ne? Der weiß immer noch nicht, wohin mit dem Zeug, aber er hat noch mal was gekriegt von uns, weil die Gaspreise, 3 Monate 120 Gaspreis, da hat er ruckzuck 100 Milliarden verdient. Ne? Unvorstellbar. Aber das ist weg. Dieses Geld ist weg. Das können wir nicht zurückholen. Insofern muss ich sagen, waren am Ende die Gewerkschaften nach viel Bohai am Anfang sehr vernünftig, haben vernünftige Lohnabschlüsse gemacht. Auch der Verdi-Abschluss jetzt läuft auf 4-5% pro Jahr hinaus. Das ist völlig okay. Das heißt nicht, dass es jetzt in irgendeiner Weise inflationär wäre. Und auf diese Weise verschwindet die Inflation oder die nicht gewesene Inflation, die Preissteigerungen verschwinden. Wir haben auch hier in der EU eine Zielinflationsrate. Ja, 2%. 2%. Die, das treffen wir dann das Thema vorhin, von Deutschland regelmäßig unterschritten wurde. Ja. Warum? Die Franzosen, weil wir keine Löhne erhöht haben, weil die Löhne nicht erhöht haben. Franzosen waren immer gut drauf, andere haben sich. Man kann 100, das ist auch wieder so ein Tabu in der Ökonomik, in der herrschenden Ökonomik, man kann 100% nachweisen, Friederike Spieker und ich haben es 100-mal nachgewiesen, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen den sogenannten Lohnstückkosten, das sind die Löhne im Verhältnis zur Produktivität und der Inflationsrate. Der Zusammenhang ist ganz eng, über alle Länder der Welt, über 40 Jahre, ganz eng. So. Aber das hat niemand zur Kenntnis genommen und das hat man auch in der EZB nicht zur Kenntnis genommen und das ist das große Problem. Und dann haben sie alle angefangen, als die Preise da mal über 2% gestiegen sind, plötzlich, die EZB war am Anfang noch vernünftig, ne? Die EZB hat am Anfang noch gebremst, die hat gesagt, also es ist alles temporär, ist immer noch temporär. Und es war in der Tat, es ist bis heute noch temporär, alles nur temporäre Effekte, also keine Dauer, kein Prozess, der gefährlich werden könnte. Und dann kamen aber einige besonders lautstarke, und der eine sitzt da oben, ich glaube, die Richtung ist richtig. Mhm. Der neue Chef der Deutschen Bundesbank, SPD-Mitglied, soll ich das sagen? Ist er aber. Und der hat als erster getönt, jetzt Inflation, jetzt müssen wir bekämpfen. Und der Österreicher hat getönt und der Holländer hat getönt. Und als die Töner dann kamen, ist Frau Lagarde, die sowieso keine Ahnung davon hat, worum es ging, ist einfach umgefallen. So einfach ist das. Und jetzt steht, das Witzige ist jetzt, in den deutschen Zeitungen steht, die EZB hat ja am Anfang alles falsch gemacht und dann hat sie endlich die Kurve gekriegt und das richtig gemacht. Ja. In Wirklichkeit, sag mal, meine Wirklichkeit, war es genau umgekehrt. Am Anfang war sie halbwegs richtig und dann ist batsch, voll umgefallen in die falsche. Das wird sich jetzt bald rausstellen, dass es falsch war. Dann bin ich mal gespannt übrigens, wer zurücktritt. Mhm. Das wird eine spannende Frage. Sobald die 2% erreicht sind, das wird im November der Fall sein vermutlich, stellt sich die Frage, wer tritt denn zurück? Wer übernimmt denn die Verantwortung? Denn diese Zinserhöhungen, die wir bisher hatten, haben schon unglaublichen Schaden angerichtet. Schauen Sie mal die deutsche Wohnungswirtschaft an. Die ist sowas von am Einbrechen. Also dieses Ziel von 400.000 Wohnungen ist absolut lächerlich. Die geht so steil in den Keller. Und woran liegt das? Nun, das liegt natürlich auch in erster Linie an den steigenden Zinsen.
Also die EZB hat gewaltigen Schaden angerichtet für nichts. Und dafür müsste ja eigentlich jemand die Verantwortung übernehmen. Aber das muss man nochmal genau herausarbeiten. Wer übernimmt schon die Verantwortung für irgendetwas? Zu den Lohnstückkosten gibt es eine Grafik zu Russland. Da reicht die Seite nicht aus, wie stark die Lohnstückkosten in Russland seit dem Jahr 2000 gestiegen sind. Also das würde ungefähr, was genau ist da passiert? Naja, das ist nicht nur Russland, das sind viele Länder, vor allem in Osteuropa. Die Länder haben das Problem, muss ich ein bisschen ausholen, das haben wir aber in dem Kapitel Osteuropa, das ist ja unser Schwerpunktkapitel gewesen diesmal, im Detail erklärt. Diese Länder sind mit gewaltigen Erwartungen in die Transformation gestartet, ne? Transformation von der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft. Und sie sind extrem hart gelandet. Ne? Wir haben auch darin gezeigt, die Einkommen pro Kopf in Russland und in der Ukraine sind in den letzten 10 Jahren nicht nur kaum gestiegen, sondern sind im Vergleich zum Westen sogar gefallen. Also sie sind zurückgefallen. Sie haben nicht aufgeholt, sondern sie sind zurückgefallen gegenüber uns. Und das liegt, ja, woran liegt das? Das ist auch eine einfache Frage, die man relativ leicht beantworten kann, aber die keiner beantworten will. Ne? Woran liegt es, dass solche Länder zurückfallen und so verrückte Entwicklungen haben? Nun, das liegt daran, weil wir ihnen nicht erklären können, um es mal ganz brutal zu sagen, wir können ihnen ja nicht erklären, wie das System funktioniert. Wir haben es ja selbst nicht begriffen. Wie wollten wir denen erklären, wie das System funktioniert, nachdem die Mauer gefallen ist? Wir wussten ja gar nicht, wir wissen ja bis heute nicht, wie das System funktioniert. Und da kommen dann solche Verrücktheiten raus. Also das ist wirklich weil die Leute verzweifelt sind, glauben sie, durch hohe Löhne können sie das Problem lösen. Aber durch hohe Löhne kann man nur Inflation erzeugen. Man kann kein Problem lösen. Wenn die Produktivität nicht steigt. Das ist Zauberwort jetzt. Aber die Produktivität steigt nur dann, wenn wirklich investiert wird. Es muss in Sachanlagen investiert werden. Nur in Sachanlagen investieren nur Unternehmen, die auch gute Märkte haben, die funktionierende Märkte haben und die Nachfrage haben. Ist eine steigende Produktivität. Nur das ist nicht so einfach. Ist eine steigende Produktivität immer ein Ausdruck davon, dass wirtschaftlich aufgeholt wird? Dass es, natürlich. China hat über 30 Jahre jedes Jahr eine Produktivitätssteigerung in der Größenordnung von 10% fast. Dann fällt nämlich auf. Das ist extrem außergewöhnlich, aber China hat es geschafft und ja. Die anderen haben es nicht geschafft. Das ist nämlich auch in diesem von Ihnen eben erwähnten Kapitel über Osteuropa auffällig, dass neben Ungarn, Tschechien, der Ukraine, Bulgarien und Polen Rumänien an Arbeitsproduktiv unwahrscheinlich zugenommen hat. Also die sausen hier auch extrem ab. Was ist denn in Rumänien passiert, dass da diese Entwicklung gegenüber ihren Nachbarländern? Ja, das ist, Rumänien kam, da sind die Niveaus nicht drin. Ne? Es kann sein, dass ein Land von einem sehr tiefen Niveau kam und dann geht das Aufholen schneller. Also das ist jetzt nur ein Bild über eine bestimmte Zeit. Aber wenn sie von einem sehr tiefen Niveau kommen, dann holen sie natürlich schneller auf. Aber wir müssen einfach anschauen, wo es lange Prozesse gibt. Und diesen langen Prozess gab es eigentlich nur in Asien bisher. Also einen langen Aufholprozess, der stabil war, gab es bisher in der bisherigen Welt, in der industrialisierten Welt, ich rede über die letzten 200 Jahre, gab es nur in, die Länder kann ich jetzt an einer Hand aufzählen, ne? Japan, Korea, China und vielleicht noch Malaysia und noch Thailand oder so, Thailand schon nicht mehr. Aber so 5, 6 Länder in Asien sind die Länder, wo wirklich das Aufholen gelungen ist. Sonst nirgendwo. Nicht in Lateinamerika, nicht in Afrika, nicht in Europa, Asien sozusagen. Da ist es nirgendwo gelungen. Ja, und woran liegt es? Das ist natürlich im Einzelnen nicht so leicht zu erklären, aber ich will mal bei dem Beispiel China bleiben. China hat im Grunde kopiert das, was die Japaner und die Koreaner gemacht haben. Und was haben die gemacht? Nun, die haben dafür gesorgt, dass sie westliche Technologie bekommen. Die Japaner und die Koreaner haben sich diese westliche Technologie via Staat gekauft. Die Japaner waren ja berühmt dafür, dass der Staat da unheimlicher Einfluss nimmt und die Technologie im Westen kauft. Und haben sie den Unternehmen sozusagen zur Verfügung gestellt. Korea hat Ähnliches gemacht und hat gleichzeitig seine Grenzen geschlossen. Die Koreaner dürften übrigens ihre Grenzen schließen. Ne? Das ist was ganz Besonderes. Ja, das ist ganz wichtig. Komme ich gleich noch zu. Weil wir sagen ja immer, wer aufholen will, muss Freihandel machen. Ne? Muss immer alles offen sein. Keine Zölle, kein Nichts. Der Markt muss frei sein. Die Westler müssen hinein können und die anderen kommen dann raus und kommen dann mit ihren eigenen Produkten und so.
ist komischerweise, Korea ist eines der wirklich erfolgreichsten Länder und hat bis vor 10 Jahren oder so extrem hohe Zölle verlangt. Und die durften das auch. Warum durften die das? Das heißt, ausländische Produkte werden unattraktiv, weil neben dem Preis ja, noch der Zoll draufkommt. Ne? Deutsche Autos haben das Vierfache von dem gekostet, was sie bei uns gekostet haben. Die hatten einen Zoll von 400% auf deutsche Autos. Deswegen gibt es eine koreanische Autoindustrie, sonst würde es keine geben. Man kann doch nicht glauben, dass die eine Autoindustrie aufgebaut hätten, wenn sie ihren eigenen Markt nicht geschützt hätten. Also Hyundai und Aldi würde es nicht geben. Und in Japan war es genauso. Das ist also die Zauberformel. Aber warum durften die 400% machen? Andere dürfen ja gar keine 400% machen. Naja, weil die Amerikaner es ihnen erlaubt haben. Weil sie ein Exempel statuieren wollten. Gegenüber dem Norden natürlich. Durften die? Gegenüber Nordkorea. Ja, gegenüber Nordkorea durften die 400% machen. Alle anderen dürfen das nicht. Wenn in Lateinamerika, wenn die Brasilianer jetzt kämen und würden sagen, wir machen mal 400% Zölle auf Industrieprodukte, weil wir unsere eigene Industrie aufbauen wollen. Boah, da wäre aber die Kacke am Dampfen. Da muss ich jetzt aber gerade mal fragen, da bitte ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was internationale Diplomatie betrifft. Kommt da ein Erlaubnisbrief der Amerikaner oder wie läuft sowas? Na, das geht auch. Ja, das das ist furchtbar einfach. Da wird so viel Druck auf allen Ebenen gemacht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also die Brasilianer zum Beispiel, und das weiß ich ganz genau, weil ich ganz nah an der ersten und zweiten Lula-Regierung dran war damals. Die Brasilianer, denen hat man quasi verboten, das zu tun, was die Schweiz jeden Tag tut, nämlich am Devisenmarkt zu intervenieren, um die eigene Währung zu stabilisieren. Das haben die Amerikaner denen gesagt, das ist nicht in unserem Sinne. Und die Japaner wurden auch immer unter Druck gesetzt. Die Japaner dürfen das auch nicht beliebig tun. Sogar die Chinesen wurden lange unter Druck gesetzt von Amerikanern. Vielleicht kommen wir, China sollten wir nochmal extra 10 Minuten drauf verwenden. Das ist ein wirklich ganz besonderer Fall. Aber unter Freihandelsbedingungen, so wie in Osteuropa, hat es nie geklappt. Hat es nie geklappt. Es hat nirgendwo geklappt. Ja, warum klappt es nicht? Das ist furchtbar einfach zu verstehen. Das ist furchtbar einfach zu verstehen, nur das kann der normale, irrelevante Ökonom nicht verstehen. Er will es nicht verstehen. Ja, weil wir sind absolut überlegen in fast allen Belangen gegenüber einem solchen Land, ne? Und wenn dann noch dazu kommt, was wir in China getan haben, dass wir unsere hochproduktiven Anlagen in ein Land mit niedrigen Löhnen exportieren, dann sind wir noch viel unschlagbarer, dann sind wir total unschlagbar. Da können die Osteuropäer sich am Kopf stellen, haben sie nie eine Chance gegenüber uns. Und die Osteuropäer haben auch nur dadurch eine Chance, dass sie westliche Unternehmen einladen, bei ihnen zu produzieren. Das ist die einzige Chance, die haben. Die können nie eigene Produktion aufbauen. Und wer westliche Unternehmen einlädt, um eigene Produktion aufzubauen, ist auch abhängig, ne? Und China ist das einzige Land, was sich davon etwas gelöst hat. Warum? Ja, wir haben immer noch von einer kommunistischen Partei regiert. Wie schrecklich. Aber damit hat es viel zu tun. Und wenn man das aber nicht tut, wenn man versucht, auf eigene Faust bei offenen Märkten zu expandieren und zu aufzuholen, ist es vollkommen unmöglich. Sie haben keine Chance, weil sie die Produkte nicht haben. Und weil sie die Produktivität nicht haben. Sie haben zwar niedrige Löhne, aber sie können ja gar nicht die Produkte produzieren, die wir herstellen. Wie baue ich denn in Afrika mit 10% des deutschen Lohnes ein deutsches Auto? Oder wie baue ich denn ein Handy oder irgendwas? Das kann ich gar nicht. Das gibt es nicht. Und deswegen sind die Entwicklungsländer immer darauf zurückgeworfen, Rohstoffe zu exportieren. Und das ist das Schlimmste, was einem Land überhaupt passieren kann. Können wir vielleicht ganz am Ende noch, wenn Sie Fragen dazu haben, diskutieren. Ganz kurz eine Frage zur Produktivität. Die fällt ja nicht vom Himmel. Kann man sagen, dass die Mutter oder der Vater der Produktivität ist Wissen, ist Bildung, ja, sind diese Dinge? Also das heißt, eigentlich dann eben wieder ein hoheitlicher Akt einer Gebietskörperschaft, sagen, wir investieren in Bildung, in... Was wir nicht wahrhaben wollen, ist, dass... Lesen hilft, ja, unser Produktivitätsniveau hat eine geschichtliche Dimension, die absolut entscheidend ist. Wenn man, wie wir das hatten, 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, erfolgreiche Wirtschaftspolitik betreibt und eine erfolgreiche Wirtschaft hat, hat man eine hohe Produktivität. Dann hat man einen gewaltigen Kapitalstock, sagen die Ökonomen, aufgebaut, also Maschinen und Gebäude und alles hingesetzt, was extrem produktiv ist. Das ist einfach eine Geschichte. Wenn ich in Afrika heute anfange, gibt es keine Produktivität. Da muss ich von null anfangen und muss das alles aufbauen. Ich brauche aber erstmal die Bedingungen, um 40 Jahre erfolgreich
zu expandieren. Wenn ich aber die Märkte offen habe und die Amerikaner und die Europäer sind schon drin mit allen Produkten, kann ich das nicht schaffen. Aber jetzt kommt die Erlösung. Es gibt die Erlösung. Die irrelevante Ökonomik hat eine Lösung gefunden, die Erlösung. Man sagt den Entwicklungsländern schon seit 200 Jahren, das müssen Sie sich vorstellen, das ist, finde ich, überhaupt die größte Geschichte. Also, ich bin ja schon in etwas reiferem Alter. Aber ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich, obwohl ich seit meiner Jugend ein sehr kritischer Mensch bin, ich habe fast 50 Jahre gebraucht, um mich vollständig davon zu emanzipieren. Von dieser Handelsideologie oder Handelstheorie. Ja, es wird einem so eingetrichtert, ne? Die Lösung oder die Erlösung, dass man sich ganz schwer tut zu sagen, das, was 200 Jahre jetzt alle Ökonomen dieser Welt fest geglaubt haben, ist Schwachsinn. Heute bin ich soweit, Gott sei Dank. Aber ich habe auch lange gebraucht, muss ich sagen. Hätte mich eigentlich anders eingeschätzt, dass ich schneller schaffe. Aber und was ist die Erlösung? Nur die Erlösung sind die komparativen Vorteile. Entwicklungsländer haben absolute Nachteile in allem. Sie können alles schlechter und weniger billig produzieren als wir. Müssen alles produzieren, alles teurer. Aber sie haben komparative Vorteile. Was ist denn ein komparativer Vorteil? Haben Sie bestimmt auch schon gelernt. Tuch gegen Wein. Ja, bitte. Gegen Wein, Portugal gegen Spanien. Genau. Aber um das einfach zu machen, was ist ein komparativer Vorteil? Nun, ich nehme immer das Beispiel, ein Chef in einem kleinen Unternehmen, der kann oder bildet sich ein, vielleicht kann er aber wirklich alles besser als seine Mitarbeiter, alles. Er kann einfach alles und alles besser als seine Mitarbeiter, er hat in allem absolute Vorteile. Das kommt vor. Gibt's, ne? Dachte ich mir doch. Aber da der Tag nur 24 Stunden hat, kann er nicht alles abarbeiten. Und also selbst Sachen, die er besser absolut könnte, delegiert er an Menschen, die sie schlechter können. Weil er einfach nicht mehr anders kann. Weil sonst das Ganze nicht funktionieren würde. So, und jetzt, wenn die da von ihm noch gerade dahin delegiert werden, das sind die, die die komparativen Vorteile haben. Und jetzt übertragen wir das mal auf die Weltwirtschaft. Hm? Da gibt es leider keine 24 Stunden. Ne? Ja, gibt es nicht. Unternehmen können 24 Stunden produzieren, sie können aber auch ausweiten, sie können ihre Produktion verdreifachen, vervierfachen. Die Fiktion ist, die Idee ist, es gibt westliche Unternehmen, die einfach sagen, ich habe genug, ich will jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und das, was ich jetzt nicht mehr kann, das kriegen die Entwicklungsländer auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise zugewiesen. Irgendeiner entscheidet das, du kriegst es jetzt. Du darfst jetzt das produzieren, was der Westler gar nicht mehr kann. Eine unglaublich absurde Idee. Nichts kriegen die zugewiesen, nichts kriegen die zugewiesen. Außer, dass sie ihre Rohstoffe aus der Erde holen können, kriegen die nichts zugewiesen. Denn da fällt nichts hinten runter. Wenn einer zu hohe Nachfrage hat, dann baut er noch eine Fabrik daneben. Es gibt doch keine Restriktionen wie bei dem einsamen Chef mit seinen 24 Stunden. Die gibt es einfach nicht. Und das haben sich die Ökonomen über 200 Jahre lang einreden lassen. Ne, nicht nur die Ökonomen, sie haben sich alle einreden lassen. Das ist ja das Tolle. Sie müssen das ja alles glauben, weil sie hängen ja an diesen Leuten. Alle hängen an diesen Leuten, die sagen, das Chefbeispiel ist auf die Welt anwendbar. Bevor wir wollten noch über China genau reden, aber eine Sache muss ich unbedingt reinschieben oder muss ich unbedingt noch besprochen haben wollen, die, wie wir es altlinks nennen, soziale Frage. Was tut sich denn weltweit? Ist Armut absolut, wird Armut weniger? Wächst Armut mit dem Reichtum? Beobachtet ihr da was beobachtet ihr? Nein, ich habe ja schon gesagt, es gibt, wenn es kein Aufholen gibt, gibt es auch kein Ende der Armut. Armut ist ja immer relativ. Es gibt absolute Armut, wissen wir genau, nicht genau, was das ist. Aber wenn in einem Land wie Deutschland haben wir jetzt gemessen, 20% Arme gibt es in Deutschland, ne? So ungefähr fast 20%, 17% oder sowas. Ein Skandal. Nach bestimmten Messmethoden, man muss ja irgendeine Grenze festlegen, aber es muss natürlich gemessen werden an der Bevölkerung. Ne? Es gibt natürlich gewisse Fortschritte auch in Afrika und anderen Ländern der Welt, da wo man Rohstoffe verkauft, fallen auch am Ende ein paar Brotkrümel runter für die ganz Armen, aber ganz wenige. Aber wenn man China rausnimmt,
wenn man aus der Gruppe der aufholenden China rausnimmt, man sagt, das ist ein Sonderfall, dann wird es schon ganz dünn. Dann gibt es nämlich nicht mehr viel. China hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren 300 Millionen, 400 Millionen, die Schätzungen gehen auseinander, von Menschen aus ihrer relativen Armut anzuheben auf ein mittleres Einkommen, ein vernünftiges Einkommen, ein Einkommen über 60% des Durchschnittseinkommens oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie es gemessen wird. Wie passierte das? Naja, durch Produktivität. Durch eine intelligente Regierung, die intelligent gesteuert hat, die sich nicht von westlichen Dogmen hat beeinflussen lassen. Und durch, sie haben die westlichen Unternehmen reingeholt, das war billig, sie konnten dadurch die Produktivität sehr schnell steigern. Aber sie haben dafür gesorgt, und das ist das Entscheidende, in China hat die Regierung dafür gesorgt, dass die Löhne steigen, sehr stark. Wenn die Produktivität um 10% steigt, müssen nämlich auch die Reallöhne um 10% steigen, Reallöhne. Und die Nominallöhne müssen dann um 15% oder so steigen, 12 bis 15, sagen wir mal, damit die Inflationsrate nicht so hoch geht, nach meiner Regel von vorhin, Lohnstückkosten. So, und was hat die chinesische Regierung getan? Das kann man ganz haarklein nachverfolgen, will nur im Westen keiner wissen. Sie hat das durch die Mindestlöhne getan. Sie hat in jedem Jahr den Mindestlohn um 15-20% manchmal sogar angehoben, jedes Jahr. Nicht einmal auf 12 Euro gesetzt, sondern angehoben, jedes Jahr um 10-20%. So, und dadurch gibt es natürlich einen unheimlichen Druck von oben, der beste Druck auf Lohnerhöhung ist immer der von unten, weil dann die Arbeiter sagen, du, jetzt ist der an mich rangerückt, jetzt muss ich aber auch nach oben. Ne? Das ist sehr viel hilfreicher als andersrum. Wenn man sagt, der Unternehmer verdient viel Geld, sagen sie, ja, da kann man nichts machen. Aber wenn von unten die was kriegen, dann wollen die alle anderen auch was haben. So, und so ist es gelaufen. Und so hat China sich abgesetzt. Und das ist wirklich die... Man kann das gar nicht unterschätzen sozusagen. Man unterschätzt es umgekehrt. Man kann es nicht überschätzen. Man unterschätzt es leicht, wie bedeutend diese chinesische Entwicklung für die Weltwirtschaft insgesamt gewesen ist. Die war ungeheuerlich. Und deswegen haben die Amerikaner jetzt so Angst davor, weil sie sehen, oh Gott, ohne unser tolles demokratisches System hat da eine kommunistische Partei Erfolge gehabt. Das darf ja nicht sein und das darf nicht so weitergehen. Da müssen wir jetzt dagegen ankämpfen. Und die Europäer sagen, jawohl, da sind wir dabei. Wir sind gute Kinder, wir machen mit. Ist doch schön. Ist das westliche Wirtschaften automatisch damit verbunden, dass irgendwo, wo auch immer, Armut wächst? Oder kann man das so... Nein, das würde ich nicht so generell sagen. Das ist... nicht generell so, aber wenn wir die Bedingungen so schaffen, wie wir sie jetzt in Osteuropa geschaffen haben, dann haben wir tatsächlich Armut geschaffen, ja. Also die Marktöffnung alleine ohne viele zusätzliche Maßnahmen, wie sie in Osteuropa passiert ist, hat tatsächlich in der Ukraine zum Beispiel Armut geschaffen. Ukraine ist das schlimmste aller Länder, das Land, das wir jetzt am meisten lieben von allen, haben wir über 15 Jahre total ignoriert in seiner Entwicklung. Und haben hingenommen, dass dort die Entwicklung die schlechteste in ganz Osteuropa war. Und haben uns dann gewundert, dass die so komisch wählen und dass die verrückt werden, die Leute da. Und dass alles nicht mehr funktioniert. Aber ich wollte noch einen Satz zu China sagen, ja. Weil das ist wirklich wichtig. Ich habe also aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich nur sagen, ich habe schon 2005, 6, 7, 8, in fast jedem Jahr war ich einmal in China und wir haben von UNCTAD aus auf der allerhöchsten Ebene mit den Chinesen, also Ministerpräsident, nicht Präsident, aber Ministerpräsident-Ebene, mit den Chinesen diskutiert und konferiert. In China gab es überhaupt keinen Ansatz, jetzt gewaltige Militarisierung zu treiben oder ähnliches. Was passierte nun, bis die Amerikaner jedes Jahr den Chinesen gesagt haben, so geht's nicht weiter. Ihr müsst jetzt das und das und das und das machen. Und wenn ihr das und das nicht macht, dann behandeln wir euch genauso wie die blöden Brasilianer und die Japaner, wie wir schon immer behandeln. So. Was würde man tun als Führer eines Landes, das sich toll entwickelt und solche Drohungen hört? Was würde man dann tun? Ja, natürlich. Man rüstet auf. Was soll man denn sonst tun? Man kann sich doch diesen Jungs nicht ausliefern. 1,4 Milliarden Volk den Amerikanern ausliefern, nur weil die nun mal gerade früher am Drücker waren sozusagen. Aber wir gezeigt haben, dass wir es genauso gut können, ja, aber besser können. Weil in ein paar Jahren werden die Chinesen doppelt so groß sein wie die Amerikaner. Was dann? Ja. Und ich meine, das müsste doch Europa wenigstens zur Kenntnis nehmen können. So ein bisschen müsste man zur Kenntnis nehmen können in Europa.
und müsste nicht wie ein, oh, soll ich jetzt sagen, Vasall, darf man sagen. Macron hat auch Vasall gesagt. Und nicht wie ein Vasall hinter den Amerikanern herlaufen und bellen und sagen, die Chinesen, die bösen Chinesen, wir müssen jetzt Rivalität mit China machen. Warum müssen wir Rivalität mit China machen? Gibt es überhaupt keinen Grund für. Überhaupt keinen Grund. Und ich will Ihnen auch sagen, will es auch ganz deutlich sagen, meine chinesische Erfahrung, und das ist wirklich, die ist größer als der meisten Menschen sicher in diesem Lande, meine chinesische Erfahrung sagt mir, es ist ein Wahn, wenn wir uns vorstellen, wir können einem solchen Land wie China vorschreiben, sozusagen von heute auf morgen in die Demokratie zu hüpfen. Das ist völlig, ja, es ist dumm, naiv, blöde. Das kann man nicht. Niemand kann das von uns. Weil niemand das wirklich einschätzen kann, wie diese Gesellschaft wirklich funktioniert. China ist eine extrem auf Hierarchien aufgebaute Gesellschaft, aber es ist nicht eine Gesellschaft, die auf Druck aufgebaut ist. Die Chinesen gehen gern aus, die feiern gern, die trinken gern, die essen gern, die machen ihre Feste und alles Mögliche. Die sind nicht unter massivem Druck, der Einzelne jedenfalls. Aber dass die Partei dafür sorgt, dass das ganze System kohärent bleibt, das kann man irgendwie nachvollziehen. Das muss man nachvollziehen können. Und man muss ja nur nach Europa gucken und sehen, wie es nicht geht. Und wir stellen uns doch mal vor, Putin wäre nicht vor 20 Jahren an die Macht gekommen, ne? 25, 23 Jahren. Die Geschichte, die können wir vielleicht nachher noch kurz erzählen. Die 10 Jahre dazwischen in Russland, wo wir in Russland das Sagen hatten. Ne? Wir hatten nämlich das Sagen in den 90er Jahren in Russland. Der Internationale Währungsfonds war in Russland vor Ort und hat der Regierung diktiert, was sie tun soll, der Regierung Jelzin. Und es war eine absolute Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe. Die größte wirtschaftliche Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann, haben wir in Russland produziert. Ne? Und dann kam Putin, der hat das dann ein bisschen gelöst, der hat auch kein grandioses Rezept gehabt, aber der hat jedenfalls ein bisschen die Abhängigkeit gelöst und hat den IWF nach Hause geschickt und hat versucht, es ein bisschen auf eine andere Art zu machen. Aber da war schon das Kind im Brunnen, die Oligarchen waren schon alle da. Wie mache ich denn mit solchen Oligarchen, die ja das Land ausgebeutet haben bis zum Gehtnichtmehr, wie mache ich denn mit denen Marktwirtschaft? Das hat aber mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Ich war dabei, wie die privatisiert haben in Osteuropa. Extrem naiv, aber alles unter der Aufsicht des Internationalen Währungsfonds, also unsere Aufsicht, der Europäer und der Amerikaner, haben die idiotische, wirklich idiotische Privatisierungspläne gemacht. Eine Geschichte muss ich erzählen. Man muss einfach ein bisschen Erfahrung haben, auch um die Welt gereist sein und die Dinge gesehen haben, um sie wirklich beurteilen zu können. Ich bin 92, 93, ganz früh damals, aus irgendeinem Grunde weiß der Geier warum, eingeladen worden, nach Tatarstan zu kommen. Tatarstan ist ganz im Osten, Kasan ist die Hauptstadt an der Wolga. Da habe ich mich tatsächlich ins Flugzeug gesetzt, bin nach Moskau geflogen. Dann sind wir 14 Stunden, eine kleine Gruppe, 2-3 Leute und ich, sind wir 14 Stunden mit der Tiger-Trommel nach Osten gefahren, mit dem Zug nach Osten gefahren, nach Kasan. Und dann sind wir dort, haben wir dort Betriebe besucht. Ne? Und dann kamen wir in einen Pelzbetrieb, die wunderbare, also wirklich westliche, super Qualität Pelze gemacht haben, aus Sibirien verarbeitet dort. Und dann habe ich den Chef gefragt, ja, wie läuft es denn so? Und sagte, ja, sind sehr zufrieden, alles gut. Habe ich gesagt, ja, wie viel gehört Ihnen jetzt der Betrieb? Sagte, ja, quasi gehört er mir. Habe ich gesagt, wieso eigentlich? Hat er gesagt, naja, 60% habe ich jetzt schon. Aber woher hat er die 60%? Die Regel war nicht, der geniale Plan war nämlich, der Westler, wir machen ein Voucher-System, also quasi Aktien vergeben wir an den Unternehmen. Und ein Drittel der Aktien kriegt die Belegschaft. Ein Drittel kriegt die aktuelle Management und ein Drittel behält der Staat. So, dann habe ich meinen Chef da von der Pelzfabrik gefragt, ja, wie viel Prozent haben Sie denn? Sagt er, ja, schon über 60. Habe ich gesagt, wie haben Sie das denn gemacht? Oh, hat er gesagt, ist ganz einfach, gehe ich über den Hof, kommt ein Arbeiter, sagt, Chef, gib mir eine Flasche Wodka. Sag ich, gib mir ein Scheinchen, kriegst du eine Flasche Wodka. Haben die ihre Voucher dem Chef abgeliefert für ein paar Flaschen Wodka. Ja, die Leute wussten ja gar nicht, was es ist, ein Voucher. Die hatten ein Papierchen, wo etwas drauf stand. Ja, und?
Es war, hatte für die überhaupt keine Bedeutung. Die wussten nicht, was ein Anteilsschein ist. Die wussten nicht, was eine Firma ist. Die wussten das alles nicht. Und man hat denen einfach Sachen in die Hand gedrückt. Und so haben diese Oligarchen überall die Dinge ausgeraubt. Oder ich habe noch eine kleine Anekdote zu dem Geschäft. Wir waren in Kasachstan. Ich habe 10 Jahre lang die Regierung von Kasachstan beraten. Ne? 10 Jahre lang. Mit einer kleinen Gruppe von deutschen Ökonomen. Und wir waren in Kasachstan und dann haben wir gesagt, ja, wie laufen denn jetzt die Geschäfte zwischen Russland und Kasachstan? Wusste ja keiner. Und naja, die liefen ganz einfach. Da haben die ehemaligen Chefs dieser Betriebe, die da saßen, die haben ein Geschäft gemacht. Der Kasache hat Öl geliefert und der Russe hat eine Maschine geliefert oder so. Die haben sich ja gut gekannt, die waren ja alle Freunde. Und haben 2 Flaschen Wodka zusammen getrunken und dann sind sie nach Hause gegangen und dann plötzlich, 4 Wochen später, sagt der Kasache, der Russe hat nur die Hälfte der Maschinen geliefert, die er liefern sollte. Und der Russe zu Hause hat gesagt, der Kasache, der Hund, hat nur die Hälfte vom Öl geliefert, das er liefern sollte. Ja, wo war die andere Hälfte? Auf dem Weltmarkt, wo soll sie sonst gewesen sein? Ne? Wer wollte das denn kontrollieren? Kein Mensch konnte das kontrollieren. Kein Mensch, weil die hatten jede Freiheit. Es gab ja überhaupt keine, funktionierende Administration, die das irgendwie hätte verhindern können. Und dadurch sind diese Oligarchen entstanden. Klar, die haben in Nu haben sich das halbe Volksvermögen angeeignet. Im Westen Milliardäre genannt? Naja, Oligarchen, Milliardäre, ja, wie auch immer. Aber diese, naja, da heißen sie Oligarchen, hier heißen sie Milliardäre. Naja, also. Aber damit war die Marktwirtschaft sozusagen schon unter unserer Ägide gestorben. Da war die Marktwirtschaft schon tot. Da gab's schon. Aber das hätte man ja lange drüber nachdenken müssen. Ne? Man hätte ja sagen müssen, wir müssen es machen wie die Chinesen. Ganz, ganz langsam, ganz kleinen Schritten fangen wir an zu privatisieren. Aber nicht das Volksvermögen privatisieren, sondern wer das neu baut, der darf es behalten. Ne? Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir zur Anekdote kommen. Müssen wir noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Es taucht jetzt immer mehr auf, auch in alternativen Medien, dass der Dollar als Leitwährung abgelöst wird. Das ist ein Thema, weiß ich, das... Habe ich ja gerade geschrieben. Genau, da gibt es viel Missverständnis. Das müssen wir vielleicht, glaube ich, hier nochmal kurz... mit der Anekdote am Schluss. Mit der Anekdote eine am Schluss. Noch eine Anekdote. Die Voranekdote und dann so die Schlussanekdote, Nein, aber das ist auch ein wichtiges Thema. Der Dollar ist, wie gesagt, jetzt alle sagen, wir müssen jetzt weg vom Dollar. Der Lula sagt jetzt wieder, wir müssen weg vom Dollar. Der Lula hat alle Chancen der Welt gehabt, Anfang der 2000er Jahre, wenn er klüger gewesen wäre, sich zu lösen, zu emanzipieren. Damals war ganz Lateinamerika, hatte linke Regierungen. Und die wollten zum Teil, fast alle wollten sie zusammenarbeiten, monetär zusammenarbeiten. Ich habe eine Studie geschrieben über monetäre Kooperation in Lateinamerika. Ich war 5-mal in Ecuador und 3-mal in Brasilien. Und was ist rausgekommen? Nix, absolut nix. Und immer haben sich die Regierungschefs getroffen mit Lula und die anderen, haben schöne Papiere unterschrieben am Sonntag und haben gefeiert. Und am Montag sind nach Hause gefahren und die Bürokraten haben die Papiere genommen, haben sie unterste Schublade und vergessen. Aus nichts. Man hätte da damals schon unheimlich viel machen können. Und dann ist aber, und jetzt ist es wieder ähnlich, sie fangen wieder an, über den Dollar zu reden. Der Dollar ist nicht das Problem. Die müssen nicht den Dollar zu ersetzen, das Problem, sondern das Denken zu ersetzen, dass diese Spekulationen zu töten, die Währungsspekulationen kaputt zu machen, darum geht es. Es geht nicht in erster Linie um den Dollar. Der Dollar ist nur so ein Symbol für etwas. Ne? Also das Erstrebenswerte ist gar nicht... ob Dollar oder XY. Nein, wir brauchen ein neues Währungssystem. Wir brauchen ein Währungssystem mit stabilen, relativ stabilen Paritäten, die an die Inflationsdifferenzen angepasst werden, damit erstmal die Spekulation tot ist. An dieser Spekulation verdienen sich ja viele dumm und dürmlich. Auch in Russland. Das war eigentlich der schlimmste Fall. 1995 hat Russland unter Führung des Internationalen Währungsfonds feste Wechselkurse eingeführt. Herr Jelzin hat feste Wechselkurse eingeführt. Und was war... Daran verdient haben die Westler sich dumm und dürmlich. Die haben nämlich auf Staatspapier, auf russische Staatspapiere, bei festen Wechselkursen hat man 40% Zinsen gekriegt. 40% auf 3-Monats-Papiere. Ne? Da sind die rein wie verrückt. Die Deutsche Bank hat sich für 10 Jahre saniert. Ich könnte jetzt noch Geschichten erzählen von Menschen, die da auch sich saniert haben. Noch etwas fürs nächste Mal aufheben. Das lass ich mal hier. Fürs nächste Mal aufheben, bitte. Ja, das ist mir auch, das weiß ich auch nur aus anderthalbster Hand, nicht aus erster Hand.
Also über die Menschen rede ich nicht. Aber da haben sie sich unheimlich verdient. Dann hab ich bei der Deutschen Bank angerufen, ich war in Berlin, habe das gesehen, habe gesagt, was da passiert. Habe ich bei der Deutschen Bank angerufen, ich will auch GKOs von Russland kaufen, 40% Zinsen. Dann haben sie gesagt, nein, das sind gefährliche Geschäfte, das dürfen sie nicht machen. Die können nur die erfahrenen Banker machen, die Geschäfte. Die haben sie mir nicht verkauft. Haben sie mir nicht verkauft. 95. Und dann gab es den großen Crash. Und dann gab es den Crash, weil das natürlich verrückt war. Der Rubel hat aufgewertet, obwohl die hohe Inflation hatten. Und dann, batsch, ist das, also war unter Aufwertungsdruck, deswegen sind die alle dahin. Und dann kam der große Crash. Nach 9 Monaten war das Experiment zu Ende. Und dann ist der Rubel eingekracht bis zum geht nicht mehr. Und dann war das Geschäft erstmal tot. Und da war Jelzin eigentlich auch schon tot. Jelzin ist an dieser Krise kaputt gegangen. Jetzt aber zurück zu Brasilien. Dann Brasilien hat dann erlebt, weil sie kein Konzept machen wollten mit den anderen. Übrigens muss ich auch noch sagen, es gibt so viele Dinge, die man einfach nicht wissen kann, vielleicht auch. Die treibende Kraft hinter den lateinamerikanischen Plänen war immer Ecuador. Warum Ecuador? Weiß das jemand? Was hat Ecuador für eine Währung? Wie heißt die Währung in Ecuador? Bitte? Besser als Bitcoin. Das, knapp besser als Bitcoin, das stimmt. Das ist aber das Einzige. Die haben eine dollarisierte Währung gehabt und das hat der damalige Präsident von seinem Vorgänger geerbt. Der Präsident war nämlich ein wirklich kluger Mann. Rafael Correa darf heute nicht mehr nach Ecuador zurück, weil sie ihn für alles Mögliche Verantwortung machen, was er vermutlich nicht getan hat. Aber der war damals Präsident und der wollte unbedingt weg von seiner Dollarisierung, weil das ist verrückt, muss man sich vorstellen, was heißt denn Dollarisierung? Die hatten ja gar keine Dollars. Wo haben sie denn die Dollars hergekriegt? Die brauchten ja Dollars für den täglichen Umlauf. Wo kriegt man die denn her, wenn man dollarisiert ist? Das haben die mir genau gesagt. Das ist ganz einfach. Die haben ein Schiff mit Öl in die USA geschickt, wurde dort entladen, dann sind 20 Mann zum Hafen gefahren und haben die Koffer mit Dollars geholt und nach Hause getragen. So kann man, ja, man braucht ja Dollars, man braucht ja physische Dollars, um jeden Tag Geldscheine zu haben. Die Amerikaner geben die einem die nicht. Dollarisierung ist ein ganz einseitiger Prozess, mit dem die Amerikaner nichts zu tun haben wollen. Nichts. Wie lange war das? Wie lange hat das gedauert? Das ist immer noch. Das ist immer noch. Immer noch. Der Herr Correa ist nicht weggekommen davon, weil er hätte es wirklich nur machen können, weil die Leute einfach kein Vertrauen in irgendeine nationale Währung in Lateinamerika haben, nach so vielen schrecklichen Erfahrungen, die aber nicht von den Linken gemacht wurden, die Fehler wurden von anderen gemacht. Deswegen hat er versucht, eine Kooperation zustande zu kriegen in Lateinamerika, weil er gesagt hat, wenn wir es gemeinsam machen, wir jetzt eine gemeinsame Währung wie den Euro oder sowas schaffen, dann kann ich raus aus meiner Scheiße, ne? Und aber die anderen haben total blockiert. Und dann ist aber passiert, jetzt kommt die Anekdote erst. Und dann sind die Brasilianer aber unter die Räder gekommen, weil dann kamen gewaltige internationale Spekulationen in den Real. Die brasilianische Währung heißt Real. Der wurde gecarry-traded, das heißt, die Spekulanten sind da alle rein. Warum sind sie nach Brasilien gegangen? Nun, weil in den USA, und in den USA damals nicht so, aber in Japan, die Zinsen waren null. In Brasilien waren die Zinsen 7, 8, 9%. Und das ist ein tolles Geschäft. Ne? Ich leihe mir 1 Million in Japan, carry, trage sie nach Brasilien, tausche sie in Real um und kriege 7%. Für null verschuldet und 7% rausgekriegt. Und dann passiert natürlich, weil es die halbe Welt gemacht hat, passiert natürlich noch, dass der Real unter Aufwertungsdruck steht und die Brasilianer durften nicht intervenieren, um den Aufwertungsdruck zu stocken, habe ich vorhin schon gesagt. Und deswegen haben sie noch mal eins draufgekriegt. Wenn ich dann den Real umtausche in Yen, kriege ich noch mehr als vorher. Also 7% plus irgendwie 5% pro Jahr oder so. Und das hat die brasilianische Wirtschaft kaputt gemacht und Herr Lula irgendwann hat das kapiert. Und dann, und das ist vielleicht die schönste Anekdote, dann ist der brasilianische Finanzminister, war ich dabei, in Washington beim IWF-Meeting aufgestanden und hat gesagt, so geht es nicht weiter, ihr führt einen Währungskrieg gegen Brasilien. Ein Währungskrieg, ein großes Wort, ne? Stimmt aber. Rührt die jetzige gefühlte Renitenz der Brasilianer aus der Erkenntnis natürlich, daher, wenn ja, man klar, sagt, nee, den Fehler dürfen wir nicht mehr machen. Das täuscht. Das halt. Wissen wir nur alles nicht, ne? Wer weiß das denn in Deutschland? Kein Mensch. Aber jetzt kommt die Anekdote erst, Markus. Und dann haben die Brasilianer, dann haben die Amerikaner das völlig ignoriert. Währungskrieg, so ein Quatsch, ist freier Markt, Spekulation, freier Markt. Wall Street muss doch arbeiten dürfen, das ist doch selbstverständlich.
Und dann haben die Brasilianer versucht, ein Forum zu finden, wo sie das anbringen können, wo man das diskutieren kann. Und dann haben sie unheimlich politischen Druck auf die Welthandelsorganisation in Genf gemacht. Und ich war mein Nachbar sozusagen in Genf. Und dann haben die sich breitschlagen lassen, nach ganz vielen Mühen, unter alle Entwicklungsländer haben die Brasilianer unterstützt und haben sich breitschlagen lassen, haben ein Seminar gemacht über den Währungskrieg. Und da wurden eingeladen der Chefvolkswirt des IWF, der Chefvolkswirt der OECD, der Chefvolkswirt der Weltbank und ich, der Chefvolkswirt von UNCTAD. Ich wurde nur eingeladen, weil die Brasilianer darauf bestanden haben, dass ich eingeladen bin. Selbstverständlich. So, und dann kam es zu dieser wunderbaren Tagung. Und da ging als erstes der Chefvolkswirt des IWF ans Podium. Es war nicht der Chefvolkswirt, sondern der Stellvertreter, aber egal. Warum der Chefvolkswirt nicht kam, weiß ich auch, aber will ich jetzt nicht erzählen. Da kam der stellvertretende Chefvolkswirt des IWF ans Podium und sagte, ja, ladies and gentlemen, it's very complicated. It's so complex. We do not have really answers right now. We have to do more research on it. Also wir müssen mehr Recherche treiben. Wir wissen es einfach nicht. Extrem komplex. Rumforschen. Und dann kam der Weltbank-Chefvolkswirt und sagte, I can only join my colleague from the IMF. It's very complex. It's so complex. You wouldn't believe how complex it is. Und dann kam der OECD-Man und sagte, it's so complex. I can't believe how complex. We will do any kind of work you want. Yeah, but it's very complex. Und dann kam Heiner Flassbeck und sagte, it's not complex at all. I tell you what's happening and you tell me what to do against it. Da haben sie mich wieder alle geliebt, können Sie sich vorstellen. Die Amerikaner sind dann rausgegangen. Amerikaner sind genau dann, als ich gesagt habe, ist überhaupt nicht kompliziert, ist Spekulation, der amerikanische Delegierte rausgegangen, demonstrativ. So ist die Welt, so einfach ist die Welt. Ne? Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Deswegen habe ich auch diese Diplomatie angespielt. Es gibt die einfach, sagen wir mal, die technische, wissenschaftliche Ebene der Ökonomie. Ja, die haben die in der Hand. Genau, und es gibt dann die politische Ebene, wo das und das gemacht wird. Der Chefvolkswirt des IWF ist nicht gekommen, weil er sich als Wissenschaftler gefühlt hat, weil er die Weisung gekriegt hat, nichts zu sagen. Genau. Das finde ich enorm wichtig. Erzählen Sie das unbedingt weiter. Wir müssen aber der Doha-Anekdote wunderbar. Als letzte Anekdote. Wunderbar. Und dann gehen die aber alle traurig nach Hause und dann... Ja, wir kommen also zur Ausgangsfrage. Geht dann deprimiert nach Hause. Zum Ausgangsthema zurück, Klimaschutz. Klimaschutz, ja. Also ich erzähle jetzt nur die Geschichte, die habe ich nicht selbst erlebt, aber ein guter Kollege von mir, ein Deutscher sogar, bei UNCTAD hat diese Geschichte erlebt. Wir waren in Doha auf einer dieser berühmten Konferenzen, in dem 10.000 klimatisierten Konferenzzentrum für 10.000 Leute. Wir waren leider nur 5.000, aber haben da 14 Tage verbracht. Und der Kollege, Leute da um den Emir rum so stolz waren, haben dann den Kollegen, der war mehr in die Organisation drin, haben den eingeladen, mal ein bisschen zu gucken, Katar kennenzulernen. Und dann fuhren sie weit in die Wüste, war immer in die Wüste, über eine Stunde in die Wüste und plötzlich, ein Palast. Ein Palast in der Wüste und da haben die hineingeführt. Und was ist in dem Palast in der Wüste? Pferde, Rennpferde. Der Katar von Emir hält sich 300 Rennpferde in der Wüste. Das ist doch schön. Das ist nicht die... 300 Rennpferde in der Wüste. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, 300 Rennpferde in der Wüste, die müssen ja was fressen. Haben die Katarianer gesagt, das ist aber ganz einfach. Kommt jeden Tag ein Flugzeug aus Iowa, USA und bringt das Grünfutter. Und hat der Kollege gesagt, ja, aber da hinten kommt was raus bei den Pferden, die brauchen Stroh. Und wie gesagt, ist auch ganz einfach, kommt noch ein Flugzeug aus Australien und bringt Stroh und nimmt den Rest wieder mit. Jeden Tag? Jeden Tag. Das ist doch schön. Und wir retten die Welt, indem wir jetzt schön brav zu Fuß nach Hause gehen und bloß kein Auto nehmen. Was ich vergessen habe vorhin zu sagen, war Ökonomie. Das ist ein spannendes Fach. Ne? Das ist ein spannendes Fach. Aber das ist das Nebenfach, das Hauptfach ist ja, der Heiner Flassbeck ist nämlich Koch und Tomatenzüchter. Ich bin schon in den großen Genuss gekommen und hoffe, dass wir... Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
Über den Newsletter informieren wir natürlich über weitere Veranstaltungen dieser Art und du kommst auch mal wieder, ne? Bestimmt, wenn ich noch lange lebe, komme ich bestimmt noch mal wieder. Ganz herzlichen Dank.